Moinsen und willkommen zurück zu Mario Kart 8 und wir fahren heute wieder Grand Prix. Ja, wir fahren den Grand Prix, wir haben eigentlich lustigerweise, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wir haben bei Gespielt bislang überall Sterne geholt, bei 150 nicht, deswegen tendenziell geht es eher nochmal auf 150, allein wenn man mal überlegt, Panzer Cup und Bananen Cup haben wir nicht gemacht, also was. Heute fahren wir mit Baby Peach. Yeah! Und wir fahren mit welchen Reifen? Den roten Retro-Reifen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, Katzenmobil passt zu Baby Peach. Das ist doch schön, das ist doch toll. Das ist der Blood Cup und los geht's. Grand Prix. Ja, bald geht's wieder mit Zeitfahren los und bald geht's auch wieder mit allem anderen Scheiß wieder los, wenn man das so sagen darf. Denn ich habe ja groß aufgerufen, ne, wie es aussieht. Also, wenn ihr jetzt schon Kommentare geschrieben habt und ich gehe nicht darauf ein, nicht wundern, ich nehme immer ein wenig viel früher auf, reagiere dann zu dem passenden Zeitpunkt. Ja. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel jetzt gesagt habt, ey komm, mach mal bei mir, beim Harry Ray mit, beim Fischteich Cup, der kommt jeden Freitag, mach da mal mit. Ja, wenn ich Zeit habe, ja, andersrum, ich weiß, dass ich da extrem verkacken werde, aber ich werde dann als Mii auf jeden Fall auftreten. Ich habe mir das so überlegt, dass ich jetzt Mii fahre, egal wie schlecht es läuft, damit das einfach, da steht immer, alleine, weil es da dann steht, hoffe ich mal, I don't know. Wenn da Luca steht, dann weiß ich zumindest, dass ich das noch ändern müsste. Ich glaube, es steht sogar noch Luca, selbst wenn ich mit Mii fahren sollte. Das ist ein Pilz, den hab ich gern. Den wir auch hier ein und das hat voll verdriftet. Extrem voll verdriftet, ey, es ist nicht so. Ja. Online fahren für die Leute, die jetzt immer noch nicht so ganz wissen, warum ich das immer noch nicht mache. Ja, unser mein Online-Telefon-Partner Vodafone. Ja, mit denen habe ich so viele Probleme immer wieder gehabt. Wer seine Let's Plays verfolgt hat, der weiß das eigentlich schon. Immer ständig Vodafone, immer das Problem, dieses Problem, jenes Problem, Hochladproblem. Habe ich momentan echt nur kurioserweise bei Mario Kart hatte ich das lange Zeit gehabt und auch bei den anderen Sachen. Hochladprobleme. Er hat hochgeladen. Ja, schön. Steht hochgeladen. Alles soweit gut. Abends, wenn man dann mal guckt, so, ja, ne, was war? Ist nicht hochgeladen. Ich denke so, das kann nicht wahr sein. Nochmal hochladen. Das eine Mal war das zum Beispiel so, dass ein Mario Kart-Teil vor dem anderen kam. Ja, warum? Genau deswegen. Weil der nicht hochgeladen worden ist. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der nicht hochgeladen worden ist. Hab den dementsprechend dann am Tag danach hochgeladen. Was natürlich sehr peinlich ist. Also, okay. Ich wollte das ja möglichst vermeiden, dass ich einen Teil vor dem anderen Teil hochlade, aber ja, ne? Ab dem Zeitpunkt war es für mich gelaufen, ab dem Zeitpunkt war mir klar, gut, das war's mit Vodafone, weil echt, das ist echt grausam hier in der Kleinstadt, wenn du eigentlich nur belogen und betrogen wirst. Ja, jetzt komm bitte, nein, 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 nein! Oh, das war knapp! Das war knapp! Nein, 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 nein! Oh, ja, okay. Also man sieht zumindest, dass die anderen schneller sind. Generell schneller. So, aber das möchte ich jetzt noch mal angucken. Sorry. Ja. So, da kommt er. Er trifft eigentlich direkt an dem Ding, ne? Ne, da. Er trifft eigentlich vorher. Er trifft eigentlich vorher noch. Er trifft vorher. Aber das Gute dabei ist, dass er, weil er ja vorher getroffen hat, ne? Weil er ja knapp davor getroffen hat,
dass ich nicht nach oben gesprungen bin, sondern nach vorne geflogen. Durch dieses nach vorne fliegen war der Sieg ja noch da. Naja, das wäre ich nicht nach vorne geflogen, sondern wäre umgeflogen, wäre ich glaube Dritter geworden oder so. Ja, ja. Aber das Interessante ist ja auch, das habe ich noch gar nicht geguckt. Kann man ja mal gucken, wie es aussieht mit den Computern. Oh, du kleine, ey. Ja, ich weiß, du bist die große Peach, aber trotzdem. Das heißt noch lange nichts. Das heißt alles noch lange nichts, aber ich glaube unten war besser. So, Peach vor Peach. Ich glaube nur Luigi ist im Weg. Zack. Wie es aussieht, wenn wir durch sind und der Computer noch nicht durch ist. Wie es damit dann aussieht. Ob der Computer dann sagt automatisch, ja, ich bin jetzt auch durch. Alter, theoretisch müsste er ja nicht durch sein, ne? So, ich weiß, dass man das Ding einsetzen kann, aber... Danke. So setzt man das ein. So, wo war ich denn jetzt schon wieder? Ich verliere immer wieder den Faden, ey. Das gibt's nicht. Weil ich hier so konzentriert diesen Enden fahre, ne? Dass ich dann immer nicht weiß, was ich als letztes erzählt habe. Das, ne? Aber das kommt auch bei allen Einwohnern auf. Boah, obwohl, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der beim Reden vergisst, was er sagt. Oder kennt ihr andere Leute, die das selber haben? Die einfach, weiß ich nicht, reden und irgendwann nicht mehr wissen, warum. So, diese Eisblöcke finde ich auch interessant, dass die hier immer noch stehen. Und das ist auf jeden Fall eine Piranha-Pflanze. Und das ist auf jeden Fall ein roter Panzer. Und das ist ein blauer Panzer. Und das wäre natürlich alles heftig gewesen. Und das ist ein Blitz. Also, schlimmer ausnocken kannst du dich kaum. So, Vierter. Ja, der vierte Platz, ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier mal ein bisschen nach vorne kommen, weil sonst ist schlecht. Jetzt fängt man unseren schönen roten Reifen. Ja, ja, dräng mich bis ins Raus, ja, ist klar. Rosa Gold Peach, immer noch einer der Charaktere, wo ich sage, warum? Oh, Bananen, ja, Bananen ist doch kein Angriff. Brauch einen Angriff, bitte. Ja. Ja, ja, ich weiß, ich hätte nicht nach hinten werfen können sollen, aber ich habe auch nach vorne gezielt, aber er ist nicht nach vorne gegangen und dementsprechend hat Rosa Gold Peach vor Peach und Peach gewonnen. Wow, das Peach-Duell, weiß Bescheid. Aber sowas wünscht man sich doch, ja, sowas wünscht man sich. Habt ihr das auch schon mal gehabt mit Mario zum Beispiel? Metall Mario, Baby Mario und Mario, so im Dreier-Duell? Wenn ja, cool. Cool? Wenn nein, ist das auch nicht so schlimm. So sieht's aus. Nee, aber bei mir ist es einfach so, ich rede einfach drauf los und irgendwann merke ich schon, was ich erzählt habe. Oder auch nicht. Oder doch. Manchmal. Ich vergesse es halt. Oder ich verdränge es. Ich glaube, ich vergesse es. Wow! Weil ich mich mehr auf dieses Spiel konzentriere, als auf das, was ich erzähle. Ja. Nein. So, und immer noch ist die große Überlegung meinerseits, also die private Überlegung immer noch meinerseits, was und wie ich das jetzt mit FIFA 15 mache. Ja, ich weiß, das ist ja, das ist Mario Kart, das ist nicht FIFA, aber im Endeffekt ist dieser Kanal hauptsächlich durch FIFA bekannt geworden. Auch durch FIFA Weltmeisterschaft, die ich ja nicht Let's Played habe, was ich ja im Endeffekt so ein bisschen bereue. Werde ich aber auch nicht nachziehen. Weil das schon so in Ordnung ist, wie es ist. So. So, was ich mit der... Ich habe ja gezählt, eine Newcomerin. Neu dabei bei mir hier. Vielleicht einmal, vielleicht mehrfach. So, ob ihr sie findet. Ob sie das hier gut macht, ob sie das hier nicht so gut macht.
Ob es hier besser ist als ich, wenn es besser ist als ich, dann weiß ich ganz genau, was hier passiert. Also, ne? Nicht, weil ich hier keine Lust habe. Quatsch! Weil ich so ein bisschen angefressen bin. Na, weil ich hatte ja schon erwähnt in einem anderen Video, dass ich mich noch niemals erfolgreicher YouTuber gerannt habe. Es ist unglaublich! Noch nie mal ansatzweise erwähnt habe. Fünf! Voll traurig! Na, sowas von wegen hier, einer derjenigen, der die Bundesliga-Tipps bei YouTube reingebracht hat. Nein! Ich glaube, ich war sogar hier einer der ersten, ne? Also, oder nee, ich bin glaube ich einer der konstantesten. Also, oder gibt ja jetzt auch bei mir die zweite Liga, von daher. Konstanz, ich bin ja. So. Baby Daisy fahren wir gleich. Baby Peach gewinnt mit ihrem Katzenauto. Sehr schön. Katzen-Cabrio. Ich weiß noch gar nicht, also ich glaube, ich habe noch nicht mal alles, weil alles, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch lange. Da hast du noch viel von diesem Spiel. Da haben wir wirklich noch sehr viel von. Also ich würde mal sagen, da fahren wir noch ein paar Jahre Mario Kart. Ne, Mario Kart 8 wird so ein Bestandteil dieses Let's Plays. Hoffe ich mal. Aber ich glaube, das wird dann eher, wenn der Online-Modus wirklich weiterhin nicht funktioniert, dann wird das eher weniger so sein. Dass es ein Hauptbestandteil ist, dieses Kanals. Sondern eher so ein Bestandteil ist, ja, gut, Let's Play ist durch, ja, dann war's das. Also ich würde echt sagen, dass es dann eher so in die Richtung geht, dass vielleicht einmal die Woche kommt. Danke. Dann fährst du gar nicht mehr so. Mann, ey. Ja, diese Yoshis Dings da. Ach ja, wir wollten noch gucken, wie das aussieht. Genau, da waren wir. Jetzt weiß ich es wieder. Wir wollten gucken, wie das aussieht mit den Computern. Wenn sie durchs Ziel kommen, also wenn ich durchs Ziel komme, die dann automatisch auch durchs Ziel gekommen sind. Was ich ja persönlich eigentlich ein bisschen doof finde. Weil beim Online-Modus ist es ja auch so, dass wir noch nicht raten und das Geschehen ist. Das wollte ich ja mal gleich gucken. Ob das so ist? Weil jetzt hast du ja endlich mal diese Funktion, dass man ja auch gucken kann, wie die anderen fahren können. Ne? So eine Nachberichterstattung ist ja auch immer jederzeit möglich. Aber so, boah. Ich wollte jetzt schon. What? Ich hab meine Banane behalten. Das ist die Banane des Todes. Das ist die Banane des Todes. Normalerweise verliert man noch sein Item. Man verliert alles. Aber das hier, diese Banane, ist die Banane des Todes. Habt ihr das schon jemals gehabt? Blauer Panzer hat euch getroffen und ihr habt euer Item behalten. Unglaublich. Hier spielen sich Szenen ab, das gibt's gar nicht. Aber es ist trotzdem kein Highlight drin, weil es passiert ja nicht so viel hier. Und andersrum, ja, wir haben bislang nur ein einziges Highlight-Rennen. Ja, aber es werden bestimmt noch Highlight-Rennen dazukommen. So. Also ich hoffe es zumindest. Ja. Vielleicht online. Ich glaube, Tendenz geht ja auch online. Wenn online funktioniert. Aber ich kann jetzt nicht online gucken, ob jetzt online fahren geht, weil ich glaube, da werden jetzt zu wenig Deutsche. Weil es ist morgens, es ist, weiß ich nicht, wie spät haben wir es, vielleicht auch drüber gucken. Fahr erstmal und dann gucken wir drüber. Dann wisst ihr, wie spät es ist. Wir können ja auch eigentlich andersrum rechnen, wie spät es dann sein könnte, weil ich habe ja diese Retro-Cups ja erst heute angefangen. Nein! Nicht schon wieder! Nein! Fahr! Danke, zweiter Platz. Es ist jetzt 5.52 Uhr und am Abschluss Gold gewonnen, aber ich denke mal, das ist jetzt der erste Teil, wo wir keinen Dreifach-, Zweifach- oder Einfach-Sternrang bei gespiegelt kriegen. Was natürlich bitter ist. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie was für, wenn ja, dann machen wir das halt nochmal.
Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja Gott sei Dank das hier oben nicht kommentiert, so von wegen, oh, das ist jetzt das erste von, was weiß ich, das war glaube ich von Mario Kart Wii, ein großer Fehler von mir, dass ich das damals gemacht habe. Aber dann ist es so. Oh, jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Alter Vater, ey, das ist unglaublich. Ich muss mir das echt mal jetzt wieder gleich aufschreiben. Also, erster und zweiter Platz. Mit Baby Dave, Baby Peach, Baby Daisy fahren wir nämlich gleich im nächsten Teil. Das war mein weiter Vorsprung anscheinend. Yeah! So. Und. Ein Stern oder kein Stern? Ein Stern, es ist unglaublich! Jetzt spielen sich Szenen ab, das gibt's gar nicht hier. Das gibt gar nichts. Spielen sehen sich hier ab, ist unfassbar. Ein Stern heißt. Toll, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wir haben 80 von 90 Stempeln und das Ziel dieses Let's Plays war von Anfang an, die 90 unten fertig zu machen. Und dann gucken wir mal weiter. Also tendenziell bin ich ja für den Online-Spielmodus. Also bis dann und tschüss.